Er stellt uns vor manches Rätsel, Mark Twain mit seinem Aufenthalt in Heilbronn und seinen wilden Geschichten über die Übernachtung im Gasthof Krone und die Floßfahrt nach Heidelberg. Samuel Longhorn Clemens, der Name Mark Twain, war nur ein Pseudonym. Er kam auf seiner Europareise im Sommer 1878 nach Heilbronn. Und er berichtet in seinem Buch A Tramp Abroad über diese Reise. Das Buch erschien 1880. Schon 4 Jahre später kam die erste deutsche Übersetzung unter dem Titel Ein Bummel durch Europa. Die Literaturwissenschaft urteilt unter anderem über Twain: Mit ausgezeichnetem Ohr für die gesprochene Sprache und Sinn auch für subtile Pointen, aber wenig für Aufbau eines Werks und Arbeitsdisziplin, dazu ein schlechter Selbstkritiker, hat sein Genie nur in wenigen Büchern volle Entfaltung finden können. Das ist eine scharfe, wenig versteckte Kritik am Werk Mark Twains. Man kann sie auch für den Bummel durch Europa in Erwägung ziehen. Klar ist, was Mark Twain über Heilbronn berichtet, ist grotesk überzeichnet. Die Stadt kommt überhaupt nicht gut weg. Überall in der Stadt fanden sich der Moder und der Verfall, die mit Altertum einhergehen und dafür zeugen. Aber gerade das Alter der Stadt fasziniert den amerikanischen Schriftsteller, das etwas Morbide, die Spuren der uralten Geschichte. Die Kapitel über Heilbronn enthalten, wie das ganze Buch, erkennbar fiktives und unglaubwürdiges, satirisches und ironisches, erfundenes und gesponnenes. Deshalb macht auch die Suche nach einem passenden literarischen Ort ein bisschen Schwierigkeiten. Es bietet sich natürlich der Gasthof an, in dem Mark Twain und sein fiktiver Begleiter Harris übernachtet haben. Twain schreibt: Wir stiegen in demselben Gasthaus ab, in dem der berühmte alte Raubritter und Haudegen Götz von Berlichingen wohnte, nachdem er vor 350 oder 400 Jahren aus der Gefangenschaft im viereckigen Turm von Heilbronn entlassen worden war. Harris und ich schliefen in demselben Zimmer, in dem er geschlafen hatte, und dieselbe Tapete hatte sich noch nicht ganz von den Wänden geschält. Die Möbel waren wunderliches, altes, geschnitztes Zeug, bestimmt 400 Jahre alt, und ein paar der Gerüche waren älter als 1000. Aus der Wand ragte ein Haken, und der Wirt sagte, an ihn habe der furchterregende alte Götz seine eiserne Hand gehängt, wenn er zu Bett ging. Natürlich wissen wir heute, dass Götz von Berlichingen seine erste Nacht in der Heilbronner Gefangenschaft am 11. Juni 1519 im Bollwerksturm verbrachte und dass man Touristen wie Mark Twain den viereckigen Turm als Götzenturm verkauft hatte. Aber die restlichen mehr als 3 Jahre in Heilbronn war Götz dann in ritterlicher Haft im Gasthof zur Krone, in dem auch Mark Twain 359 Jahre später wähnte, abgestiegen zu sein. Aber das Wirtshaus zur Krone, in dem Götz untergebracht, war nicht das, in dem Mark Twain angeblich nächtigte. Seit 1878 war das Gasthaus zur Krone im Haus Lothorstraße 47, heutige Adresse Lothorstraße 29. Zu Götz' Zeit trug das Haus Kaiserstraße 34 neben der Kilianskirche den Namen zur Krone. Der Text von Twain stützt jedoch die Annahme, dass er tatsächlich in der Lothorstraße Quartier gefunden hat. Die Fenster blicken auf eine schmale Gasse und weiter in einen Stall und mehrere Geflügel- und Schweinehöfe auf der Rückseite einiger Wohnhäuser. Das passt sehr gut zur damaligen Lage des Hauses am sogenannten Trautenhof, auch Trautmannshof oder Kronenhof genannt. Ein Lageplan von 1885 zeigt ein Gewirr von Schuppen, Werkstätten und womöglich Ställen, wenngleich auch hier den Worten von Mark Twain nicht ganz zu trauen ist. Geflunkert, übertrieben, satirisch sind auch die weiteren Erlebnisse von Mark Twain in der ehemaligen Reichsstadt Heilbronn, von den nächtlichen Slapstick-Einlagen in dem riesengroßen Gästezimmer, als in eine Maus und die Trompete blasenden Engel von der Rathausuhr am Schlaf hinderten, bis hin zur Floßfahrt auf dem Neckar nach Heidelberg. Nachdem Mark Twain und sein Begleiter eigentlich zu Fuß unterwegs sind, finden sie auch für den Rückweg nach Heidelberg eine bequemere Reisemöglichkeit und chartern angeblich gleich ein ganzes Floß zur Fahrt flussabwärts.
Auch diese Gelegenheit nutzt Twain zu einem Seitenhieb auf Heilbronn. Der Neckar ist an vielen Stellen so schmal, dass man einen Hund hinüberwerfen kann, falls man einen hat. Das ist natürlich auch den ganz anderen Dimensionen geschuldet, die Mark Twain von seiner Heimat am Mississippi kannte. Immerhin stimmt uns dann seine Begeisterung über die Floßfahrt am Ende wieder versöhnlich. Deutschland im Sommer ist die Vollendung des Schönen. Aber niemand, der nicht auf einem Floß den Neckar hinuntergefahren ist, hat die äußersten Möglichkeiten dieser sanften und friedlichen Schönheit wirklich begriffen und ausgekostet. Die Bewegung des Flusses ist genau die richtige. Sie ist ruhig und gleitend und glatt und geräuschlos. Sie besänftigt die fieberhafte Geschäftigkeit. Sie schläfert alle nervöse Hast und Ungeduld ein. Unter ihrem friedlichen Einfluss schwinden alle Ärgernisse und alle Trübsal und alle Plagen, die uns quälen. Und das Dasein wird ein Traum, ein Zauber, ein tiefes und stilles Entzücken.